In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben, ich weiß, ich habe so lange nicht mehr gevloggt, es tut mir unendlich leid. Vielleicht merkt ihr, meine Backe hier ist ein bisschen dicker als die hier. Ich hatte letzte Woche Donnerstag oder Freitag waren wir bei Burger King essen und dann habe ich mit dem Zahn gegessen und nachdem ich fast mit dem Burger zu Ende war, habe ich gemerkt, dass irgendwas drückt an dem Zahn. Ja, dann habe ich aufgehört, habe mir nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag hat das dann ein bisschen wehgetan. Und am Abend wurde das immer schlimmer. Ja, am nächsten Tag habe ich das dann nicht mehr ausgehalten. Dann sind wir zur Notfallklinik gefahren. Am Hansaring. Und die haben mich dann behandelt. Die meinte, wir müssen eine Wurzelbehandlung machen. Das hat sie dann auch gemacht. Und sie meinte, morgen sind dann deine Schmerzen komplett weg. Ja. Dem war aber nicht so. Es wurde viel, viel schlimmer. Mir ist so ein fetter, tut mir leid, dass ich das jetzt erzähle, aber ein Eiterpickel oder so gewachsen. Also ich habe wirklich die ganze Nacht geweint, ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe die ganze Zeit Paracetamol genommen. Also das war, solche Schmerzen hatte ich, glaube ich, noch nie. Ja, dann sind wir am nächsten Morgen direkt, was heißt am Morgen, am nächsten, doch morgen, um 10 Uhr, also um 9.30 Uhr waren wir schon vor der nächsten Zahnarztklinik, aber diesmal woanders. Ja, dann meinte die Dame, dass ich falsch behandelt worden bin. Der Zahn hätte direkt gezogen werden müssen. Ja, dann hat sie erstmal mein Zahnfleisch aufgeschnitten. Es wurde natürlich alles betäubt, ne? Ja, und jetzt, dann hatte ich am nächsten Tag wieder so Schmerzen, weil wieder Eiter rausgekommen ist. Das war so schlimm und ich habe immer noch Schmerzen. Also mein Eiter-Dingens ist da nicht, also ich hätte jetzt diesen Dingens, da, sorry, da war so ein, sowas wie ein kleiner Zettel hat sie dann reingetan und sie meinte dann zu mir, der Zahn ist jetzt, ne, abgestorben, den müssen wir ziehen. Und ich war dann am nächsten Morgen bei meiner Frauenärztin. Nee, sorry, nach dem Zahnarztbesuch waren wir bei meiner Frauenärztin. Ich hatte nämlich einen Termin. Das war dann am Montag und sie meinte zu mir, Frau Said, lassen Sie lieber den Zahn ziehen. Und dann haben Sie keine Schmerzen mehr, das ist auch nicht schlimm. Und ja, und mein Zahn sah nicht mal so richtig kaputt aus. Also da war so ein kleiner Teil abgebrochen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er so kaputt ist. Ich habe eine richtige Zahnarztphobie. Also ich habe mehr Angst vor dem Zahnarzt als wie vor einer Geburt. Also auch der muss da immer meine Hand halten, wie so ein kleines Kind. Und der hat auch kaum geschlafen. Also der ist immer wieder aufgewacht in der Nacht, ob alles okay ist bei mir. Richtig schlimm. Ja, meine Mutter hat dann am Samstag auch nicht geschlafen, als ich bei ihr war. Oh, da am Samstag, in der Nacht auf den Sonntag, waren die Schmerzen am schlimmsten. Ja, heute ist Donnerstag, wir waren gestern nochmal beim Arzt. Und dann hat die Ärztin diesen, sowas wie ein Zettel war das, damit das halt, ne, nicht aufbleibt, rausgeholt. Sie meint, da kommt nur noch Blut raus, das ist schon mal gut. Und nächste Woche Mittwoch wird dann mein Zahn gezogen. Aber sie meinte auch, der Zahn wackelt sehr. Einerseits sehe ich das jetzt positiv, dann werde ich hoffentlich nicht so arg rumgerüttelt, wenn der Zahn rausgeholt wird, hoffentlich. Ja, genau, ich war auf jeden Fall bei meiner Frauenärztin, habe dann losgeheult, wie verrückt. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr wenig gegessen in den 4-5 Tagen, wo ich Zahnschmerzen hatte. Also ich habe kaum was gegessen, ich habe nur bei meiner Mutter zwei Weinblätter gegessen, ein kleines Stück Börek. Da war ja beide. Ich wollte angeblich vloggen, aber ich konnte auch nicht. Ich wollte auch meine Tanten besuchen gehen, aber das haben wir alles nicht geschafft, weil ich halt richtig kaputt war.
Ja, dann habe ich halt gefragt, ob es der Kleinen gut geht. Und sie meinte, die überstehen das ganz gut. Du, auch wenn du 5 Tage nichts isst, Hauptsache du trinkst was. Sie meinte, ich soll halt zu viel Eiern trinken oder selbstgemachte Shakes, Orangensaft, Smoothies oder so. Sie meinte, sie müssen nichts Festes essen. Ich kann auch immer noch nicht feste Sachen essen. Also ich kann nur, da seht ihr meine Eiern. Ich esse halt so wenig Hartes, wie ich kann. Ja, dann meinte sie halt, der Kleinen geht es sehr, sehr gut. Die ist jetzt 17 cm lang, genauso wie es sein sollte. Ich habe 3 Kilo abgenommen. Das kam halt dann davon, dass ich nichts gegessen habe. Und ja, jetzt müssen wir abwarten, ne? Das brennt halt immer noch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob mein Gesicht dick ist oder ob mir das so vorkommt. Also mein Gesicht war wirklich, Leute, das war so dick hier und das war so rot. Meine Zahnärztin meinte auch kühlen, 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 damit das besser wird. Ich habe auch die ganze Zeit gekühlt. Und ich bin so froh, dass ich so einen Ehemann habe, ehrlich. Also, der hat wirklich sehr wenig geschlafen. Der ist nachts teilweise um 3 Uhr nach Hause gekommen und ist mit mir zusammen um 8 Uhr wieder aufgewacht, damit wir zum Zahnarzt können. Also, das ist auch hart. Hi, ihr Lieben. Da bin ich wieder an der gewohnten Position. Wir waren gerade mit Audrey und Lina in den Arkaden, waren ein bisschen spazieren und ich muss euch ganz kurz über eine Sache informieren. Und zwar habt ihr bestimmt auf Instagram mitbekommen, die Instagram haben, dass man jetzt unter jedem Beitrag also Werbung oder Anzeige schreiben muss, weil man sonst eine Strafe kassieren kann, weil es ja sein könnte, dass die Marke dich dafür bezahlt hat, dass du dein selbst gekauftes Adidas-T-Shirt doch nicht selbst gekauft hast oder so. Und ich will das jetzt auch auf YouTube so machen. Das heißt, in jedem Video wird jetzt andauernd oben stehen, Werbung wegen Markennennung, weil ich zeige euch ja jedes Mal irgendwas im Video, egal ob es jetzt selbst gekauft ist oder nicht. Ich werde das jetzt jedes Mal reinschreiben, weil ich wirklich keine Abmahnung bekommen möchte. Weil es gab wohl schon einige Instagrammer, die haben jetzt schon über 20.000, 30.000 Euro bezahlt, weil die falsch gekennzeichnet haben oder gar nicht gekennzeichnet haben. Ja, deswegen werde ich das jetzt auch auf YouTube so machen, weil ich weiß wirklich nicht, wie die Regeln sind, ob das jetzt auch für YouTube gilt oder nicht. Also deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ich ab jetzt immer Werbung schreibe. Aber ich werde unten in der Infobox auch schreiben, ob ich dafür bezahlt worden bin oder ob das Werbung ist, obwohl ich es selbst gekauft habe. Aber zu 90% ist es selbst gekauft, das wisst ihr auch. Und wenn es eine Kooperation ist, dann sage ich euch das auch immer. Genau. Ansonsten waren wir jetzt einkaufen. Ich wollte euch zeigen, was wir gekauft haben. Lina hat sich leider in den Arkaden dreckig gemacht. Also sie hat so eine Dose Eistee in der Hand gehabt. Und dann hat sie auf einmal angefangen zu schreien. Und wir haben gesehen, sie war von oben bis unten komplett nass. Zum Glück standen wir direkt gegenüber von C&A und da gab es auch reduzierte Sachen 50%. Deswegen haben wir da direkt zugeschlagen. Ich zeige euch erstmal das. So, und zwar haben wir als Wechselkleidung einmal diese Hose gekauft. Die hat nur noch 4 € gekostet nach dem 20% Abzug. Und dazu das Oberteil mit so einem Ballon. Auch 4 €. Das ist jetzt alles 98, glaube ich. Dann voll süß. Ich liebe Einteiler, ne? Und die sind total kuschelig in der kalten Zeit. Das hat auch nur 4 € gekostet. Das ist jetzt Größe 104, das haben wir extra groß gekauft. Eigentlich hätten wir auch für die kleine Maus eins mitnehmen können, aber es gab ihre Größe nicht. Dann hatten wir ja nochmal das gleiche in Blau bekommen. Dann habe ich mir Socken gekauft für 3 €. Die haben am Ende, glaube ich, 2,40 gekostet. Und ein Set für die Maus, Größe 56. Das hat auch nur 5 € noch was gekostet am Ende. 5,40, glaube ich, einmal mit dem Oberteil. Das ist so ein Zweier-Set. Und einmal diese Hose. Krass, ne? Wie klein, ey. Oh Mann, ich freue mich schon. So, dann der Rest. Oh, aber da war es nicht schwer. Und Lina hat noch die Hose bekommen für 4 €. Und sie hat noch ein Elsa-Kleid bekommen. Das kann ich euch mal zeigen. Lina, übrigens stehen noch die Koffer hier rum. Zeig mal dein Elsa-Kleid. Das hat dann am Ende auch nur 7 € noch was gekostet. Das wollte sie unbedingt mitnehmen. Und letztes Mal hat sie das angeblich mitgenommen. Ich habe es dann aber weggetan. Und als sie aufgewacht ist, hat sie so rumgeheult. Deswegen haben wir das dieses Mal mitgenommen.
Das ist jetzt ihre nasse Wäsche. Upp, das muss ich waschen. Was denn, Schatzi? Ist das abgegangen? Ich mach das gleich dran, ja? So, dann haben wir gekauft Küchenrolle, Klopapier. Aber das für die Nadona hat es mitgenommen. Bei Rewe. Also eins muss ich sagen, diese Kartons vom Rewe sind der größte Schrott. Die gehen jetzt mal kaputt. Ich weiß auch nicht, warum die keinen Tesafilm da haben, damit man das so wenigstens abkleben kann. Dann haben wir einmal Öl mitgenommen beim Chirpen. Einmal hier Toastbrot. Zitronen. Ich stehe momentan voll auf Orangensaft, aber auf sauren. Und dann tue ich da nochmal so eine Kapazität rein. Dann habe ich einmal diese Paprikas mitgenommen. Ich wollte Dolma machen damit. Also gefüllte Paprikas. Dann haben wir hier einmal Möhren. Einmal Tomatenmark. Das ist unser beliebtes Tomatenmark. Wir benutzen eigentlich nur das. Dann hat Lena einmal das hier mitgenommen. Sie liebt das ja. Und ich stehe momentan voll auf hier. Diese Getränke. Ach so, das ist beides Multifrucht. Ich dachte eigentlich, das ist Pfirsich, aber Lena hat das Richtige mitgenommen. Lena packt alles Mögliche in den Wagen und dann müssen wir aussortieren am Ende. Dann hat auch der diese gelben Zucchinis mitgenommen. Dann haben wir dreimal Salz mitgenommen, weil wir hatten kein Salz mehr und der läuft schon aus hier. Lena, das ist gefährlich an dem Gerd. Und dann haben wir zwei letzte Orangen mitgenommen, damit hier Madame auch Orangensaft trinken kann. Ich kann ja immer noch nichts Festes essen, weil ich einfach Angst habe, dass ich gegen den Zahn komme. Der ist ja auch momentan. Ja. Genau, und heute gibt es bei uns übrigens Hähnchenschenkeln mit Kartoffeln. Das mache ich aber gleich erst. Aber der ist gerade zur Arbeit gefahren. Der meinte, der isst das dann, wenn er zurückkommt, weil wir haben draußen eine Suppe gegessen. Ja. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen Salz auffüllen. So, ich habe jetzt zwei Löffel Tomatenmark reingemacht. So, dann tue ich ein bisschen Pfeffer rein. Dann tue ich einen halben Glas Öl rein. Also einen halben Teeglas Öl. Ach, Kräutchen. Ein bisschen. Und dann tue ich einen Teelöffel Salz rein. Ich rühre das mal um, dass es so ausreichend ist. Ihr Lieben, ich habe zwei Sachen vergessen. Tut mir leid. Also, ich benutze auch Kümmel eigentlich. Das habe ich voll vergessen. Da tue ich jetzt... Das ist so doof mit diesen Dingern. Moment. Du dann, ne? So. Warte, noch ein bisschen. Ein Teelöffel. Das ist der kleine, also ein halber Teelöffel für die Deutschen. Weil euer Teelöffel sieht ja ein bisschen größer aus. Und ein Esslöffel Thymian. Warte, Schatz. So. So, das muss ich jetzt nochmal umrühren. Ich habe das voll vergessen, die beiden Zutaten, weil ohne die beiden schmeckt das ja nicht, ne? So, jetzt nochmal durchrühren hier. So, jetzt eine halbe Stunde später tue ich die Kartoffeln dazu. Ich habe jetzt nur eine halbe Stunde gewartet, das reicht bestimmt auch. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Kartoffeln gemacht. Ich hoffe, die Soße reicht. Ja. So.
Ah ja, nein, komm jetzt schnell die Nusch. Hipsen noch mal. Ganz schön umrühren. Schön machst du das, Lena. Mir sieht das jetzt so aus. Ich werde hier jetzt nochmal zwei Gläser oder so Wasser dazugeben und dann drüber schütteln, weil wir das nicht so trocken mögen. Dann ist das noch leckerer, finde ich. Ich mache mir jetzt einen Orangensaft mit einer Zitrone. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Orangen ich brauche, deswegen werde ich jetzt erstmal 4-5 Stück schneiden. Mal schauen, wie viel Saft da rauskommt. Und Linas Lieblingsserie momentan ist Peppa Wutz. Das läuft auch ein paar Stunden, aber die guckt das nicht. Also das muss nur an sein und sie spielt zum Beispiel hier dann in ihrer Ecke. Das muss halt nur laufen und die hört das. Sind eure Kinder auch so? Also ich bin ja auch so manchmal. Hauptsache irgendwas läuft im Hintergrund, aber schauen muss ich es nicht. So, das ist jetzt mein O-Saft. Ich muss da wirklich Zitronensaft reinpressen. Jetzt ist das so sauer, das schmeckt aber super lecker. Nur das Problem ist, meine Wunde tut danach total weh. Also die brennt dann. Ich wurde hier aufgeschnitten, habe ich ja erzählt. Aber nicht schlimm, wenn die kleine Maus Lust drauf hat, dann essen wir das. Und so sieht mein Essen übrigens jetzt momentan aus. So langsam fängt es dann an, ne? Leute, das ist das beste Hähnchengeflügel, Kartoffeldingemster-Bumster, was ich hier gegessen habe. Also das ist super lecker, vor allem die Kartoffeln. Lecker. Und das Hähnchen schmeckt auch gut. Ich habe schon probiert. Und Lina hier. Lina, schmeckt dir das lecker? Ja, okay, genau. Ja, es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich würde es auf jeden Fall nachmachen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr kochen könntet, auf jeden Fall nachmachen, Leute. Wir haben jetzt ein bisschen gegessen, also Lina isst immer noch. Ich muss euch sagen, ich würde an eurer Stelle wirklich diese zwei Gläser Wasser zu der übrig gebliebenen Soße reintun, weil ihr seht, da ist wirklich nicht mehr viel Wasser drin, also Soße drin, und ohne Soße ist das viel zu trocken. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Ich schmeiße das jetzt in den Kühlschrank und danach kann man das morgen wieder erwärmen. Ihr könnt das natürlich auch im Silex machen, aber gut, dass ich das nicht im Silex gemacht habe, weil das wäre viel zu klein gewesen. Und Leute, ich habe gerade eine richtig fette Motte eingesaugt mit dem Staubsauger. Und Dina ist hier immer noch. Das ist ihre zweite Portion. Voll süß, oder? Und ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar habe ich von der Instagram-Seite Melaya zwei süße Schuhe bekommen. Und die sind wirklich sehr hochwertig. Der Stoff innen drin ist sehr, sehr weich. Ich kann das voll empfehlen. Die Kleinen sind für die Kleine und das ist für Lina mit Elefanten drauf. Lina liebt ja Tiere. Und ich bedanke mich nochmal bei euch. Die haben Hausschuhe bis Größe 24. Und ja, Größe haben die nicht, aber ihr könnt mal auf der Seite vorbeischauen. Ich verlinke euch die Seite unten und kann das wirklich nur empfehlen. Also die Qualität ist der Hammer. Ne, Linosch? Lina liebt es so zu essen. Lecker! Deutschland hat gewonnen. Deutschland ist weiter. Und die Autos fangen schon an zu hupen. Ich finde aber, Deutschland ist dieses Jahr nicht so motiviert. Also nicht die Spieler von Deutschland, sondern Deutschland allgemein. Also letztes Mal WM waren viel, viel mehr Flaggen und so draußen am Hängen. Und dieses Jahr gar nicht so viele. Komisch. Naja, Hauptsache Deutschland ist weiter. Das ist ja das Wichtigste. Und ich werde morgen weiter vloggen, wenn ich mit Audel zusammen was unternehme. Und ich muss Dina jetzt schlafen legen. Wir haben auch schon ein bisschen später. Wir haben schon 22 Uhr. Sie hat auch keinen Mittagsschlaf gemacht. Sie ist müde. Und ich bin mir sicher, sie will heute mit ihrem Elsa-Kleid schlafen. Das darf sie dann auch. Seid ihr da streng? Muss euer Kind dann ein Pyjama anziehen? Oder darf das mit den neuen Klamotten schlafen? Klar, mit einer Hose und so würde ich sie jetzt nicht schlafen lassen. Aber wenn sie ein Kleidchen oder so anhat, dann ist das okay. Oh, was ist das denn? Ich habe gerade meine Mama angerufen. Die hat mir nämlich versprochen, dass sie für mich Weinblätter macht.
Also Sarma, Doma. Und ja, sie meinte, sie hat das Innere gemacht, jetzt nur noch das. Ich muss das nur noch einrollen. Ich würde ihr gerne morgen helfen, aber bis dahin wartet sie bestimmt nicht, weil es sonst schlecht wird. Da ist ja auch Hackfleisch drin. Naja, jetzt gehen wir auf jeden Fall mit Nina schlafen. Und dann gucke ich mal, wann Audrey nach Hause kommt. Vielleicht kommt er ein bisschen früher. Und dann gucken wir mal.